That makes sense. 1, 2, 3. The coach always dangerous. For 20 minutes, no one's got a camera. Gelesen haben, Sie wissen es, es sind zwei Pferde nicht dabei, die wir gerne im Feld gehabt hätten. Campino und Quasillo, zwei super Pferde, die mit Sicherheit hier eine. Die Nummer 10, Palace Prince, sollte man erwähnen. Dem Besitzer waren es 65.000 Euro wert, dieses Pferd nachzuholen. Und da stehen eigentlich alle Zeichen auf Grün. Kleines Fragezeichen, die Bodenverhältnisse dieses Rennen gewinnen würde. So ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Nehmen Sie ihn mit in die Dreierwette. Ich will gar nicht mehr sagen, zu dem Rennen lassen Sie die Pferde. Peter, komm mal noch mal einen Kopf. Einmal zu mir. So, wir können runter, bitte. Aufpassen, Trainer, ich gehe auf. Abfahren. Und winken. Ja, wie jedes Derby auch, es ist alles angespannt. Jeder möchte eine gute Position haben, einen guten Start. Es ist immer sehr unruhig, aber ich hatte Startplatz 1 und bin dann gleich an zweiter, dritte Stelle gegangen und hatte unterwegs ein Traumrennen und auch immer ein gutes Gefühl. Im Schlussbogen hatte ich kurz Bedenken, weil ich keinen Platz hatte, aber das Pferd vor mir ist so ein bisschen nach außen tendiert, sodass ich dann gleich einen Reels innen Platz hatte und er hat dann riesig angezogen und dann gleich einen Satz gemacht vor den anderen Pferden weg und gleich auch ein paar Längen dazwischen gelegt und ja, unglaublich. Mitte der Geraden habe ich mal kurz nach hinten geschaut und da waren dann wieder so viele Längen zwischen und ja, dann wusste ich auch, dass Derby gewinne und das ist jetzt mein 7. Derby, ist echt unfassbar. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, weil man halt so Anfang des Jahres
gar nicht so gute Chancen hatte aufs Derby überhaupt. Jetzt sind zwei wirklich sehr gute Pferde leider ausgefallen und gestrichen worden. Und auf einmal ist mein Mitfavorit und jetzt stehe ich hier und gewinnt. Und das ist dann halt so unfassbar und freut mich. Erst einmal meine Familie dabei und ja, einfach großartig. Und Hamburg ist halt, das ist meins, ne? Das ist einfach meins. Also ich habe ja das große Glück, auf der ganzen Welt zu reiten und auch in großen Rennen. Aber das ist für mich hier einfach das Nonplusultra. Prix L'Arc de Triomphe sicherlich ist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Rennen und das durfte ich auch gewinnen. Aber wenn Sie mich fragen, wo es hier am schönsten, wo es mir am besten gefällt, dann hier. Und Sie haben gesehen, wie ich mich gefreut habe. Und das könnte nach dem 7. eigentlich etwas ruhiger sein, aber im Gegenteil.